Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir haben wieder ein richtig geiles Auto hier im Studio. Das sieht schon geil aus. Guten Tag, das ist der Christian von der Firma Polybauer und das ist ein Kundenfahrzeug von euch, ne? Genau, den haben wir aufgebaut und restauriert. Kunde hat uns das Auto vorbeigebracht, über 30 Jahre alt, dementsprechend der Zustand. Und wir haben den komplett neu aufgebaut, haben da unser Bodykit dran gebaut, was wir damals Ende der 80er Jahre schon entwickelt haben. Wenn du dich jetzt fragst, was ist das hier für ein Video, aus was für ein Kanal bin ich gelandet? Ich habe mir überlegt, wir machen einfach ein neues Format. Und zwar jeder, der hier ein Shooting bucht, bekommt einfach ein kostenloses Video. Somit kann ich nämlich euch weiterhin Content liefern, kann für mich privat einfach Videos produzieren, muss aber nicht die Ahnung von Autos haben, weil jeder einfach sein Auto selber vorstellt und ich nur ein paar dumme Fragen stelle. Viel Spaß mit dem Video. Was heißt Bodykit? Erzähl mal. Stoßstange, dann die Kotflügel aus GFK, Türverbreiterung, die breiteren Schweller, auch hinten die Radläufe sind verbreitert worden, dann die Stoßstange hinten halt auch. Das ist das ganze Bodykit, was wir da halt angebaut haben. Ja, dann zwei, drei Löcher hat er auch gehabt. Die haben wir dann noch zugeschweißt, Bleche eingesetzt, Reparaturbleche. Und hat er eine komplette Lackierung gekriegt. Einmal außenrum komplett neu. Neues Fahrwerk haben wir noch eingebaut von KW, einen V3. Und bei der Firma Schmidt haben wir uns die schicken Felgen bauen lassen. TH-Line in 8,5x17. Bridgestone 215, 40, 17 bereift. Und gestern haben wir die Vollabnahme gemacht für Oldtimer-Zulassung. Das heißt auch mit den Felgen und so weiter? Genau. Alles zeitgenössisch, ist alles aus der Zeit damals. Unser Bodykit ist vom Teilegutachten her, ich glaube, 1988, also auch schon ein paar Tage älter. Damit habt ihr ja quasi mal angefangen, ne? Genau, damit hat das mal angefangen mit GFK-Teilen, Motorräder und Autos, Bodykits, Spoiler, Verbreiterung. Damit ging das alles mal los, 1977. Ja, und damals, wenn ihr euch das hier nochmal anguckt, also ich finde es krass, weil irgendwie wirkt das Auto nicht, also schon alt, aber irgendwie doch modern. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, also selbst in der heutigen Zeit. Ja, es ist halt schon ein Klassiker halt mit seinen über 30 Jahren jetzt, aber der passt halt noch in eine Zeit. Ne? Das ist schon cool gewesen damals. War damals ein bisschen der Zeit voraus und dementsprechend passt es halt heute immer noch. Ne? Ein kleines Go-Kart halt. Ne? Fährt halt mega geil und sieht auch geil aus. Wie ist das generell? Wie viel Zeit geht dann da so rein in so ein Projekt? Ja, hängt immer davon ab, wie der Zustand des Autos, der Karosserie ist, also die Substanz. Ne? Ich habe auch schon mal einen gehabt, da waren die ganzen Schweller komplett, da waren gar keine Schweller mehr da. Die muss man komplett neu anfertigen dann. Hier ging es jetzt. Da war es nicht ganz so schlimm mit den Blecharbeiten, dann das ganze Bodykit, was da halt noch angepasst werden muss. Also wenn man es in eins durchzieht, bist du locker 2-3 Monate im Gange. Ne? Und mit der Eintragung heutzutage durch das Bodykit ist auch kein Problem mehr? Nein, das ist kein Problem. Wir haben ja das Teilegutachten von damals halt noch, beziehungsweise damals hieß es noch technischer Prüfbericht. Und dementsprechend, das gilt halt heute immer noch, weil wir dementsprechend noch als Hersteller zertifiziert sind und dann können wir das noch verwenden. Wir können die Teile halt noch produzieren. Das ist das Gute. Wir haben das alles noch, die Form. Ist das wie bei der Firma Oettinger, dass ihr das eigentlich nur in-house macht oder schickt ihr dann die Teile auch so raus? Wir haben auch schon 2-3 Kunden gehabt, die das selber versucht haben, weil die sind dann nachher irgendwann zu uns zurückgekommen. Das macht man nicht mal so eben zum Bodykit anbauen. Gibt sicherlich den einen oder anderen, der das kann. Wir würden es halt auch verkaufen, klar, aber es empfiehlt sich schon, damit es dann nachher auch wirklich so aussieht, das bei uns machen zu lassen. Hast du da eine, würde mich jetzt mal persönlich interessieren, eine Vorher-Nachher-Gewicht, was so ein Bodykit, also meinst du, es ist dadurch ein bisschen schwerer oder das eventuell Auto sogar leichter? Nee, das Auto ist schon ein bisschen schwerer. Aber genau in Zahlen kann ich das nicht sagen, bis das alles wiegt. Kommt ja auch ein bisschen Blech weg, hinten die Radhäuser werden ja verbreitert. Dementsprechend wird ein bisschen Blech auch weggeschnitten und verbreitert, lass uns das 40, einmal 40, 50 Kilo würde ich mal sagen, wird schon schwerer. Ne? Weil, also ich kenne das bei mir, bei meinem Bodykit, für die Leute, die es nicht wissen, ich fahre privaten Golf 7, Oettinger Breitbau und da mussten wir auch alles komplett wegschneiden, deswegen frage ich hier so. Hier wird quasi ein Teil angesetzt, was dann halt verklebt wird. Normalerweise geht das nur hier so runter und das wird dann dementsprechend halt angespachtelt und so lackiert, dass man das gar nicht sieht, dass das ein angesetztes Teil ist. Ne? Nee, das hätte ich jetzt auch nicht. Ja, das ist normalerweise ist das hier um so ein Stück schmaler, ne? Das ganze Ding, der ganze Radkasten. Krass.
Die Endrohre finde ich irgendwie lustig. Heutzutage würde man sowas ja natürlich nicht mehr so verbauen, aber irgendwie ist es halt, es passt zum Auto, es passt zu der Zeit, wo das Auto gefahren ist damals, ne? Wollte der Kunde so haben, hat er mit angeliefert, die Auspuffanlage. Und dann verbauen wir die natürlich auch, ne? Um nochmal auf die Räder einzugehen, ohne unsere Radhausverbreiterung wäre es natürlich bei einem Auto, was Serie, damals 165 R13 gefahren hat oder 175 7014, wäre es nicht möglich, eine 8,5x17 ET15 zu verbauen, ne? Das kann sich jetzt der ein oder andere wahrscheinlich ausrechnen, dass das sonst ganz schön weit rausstehen würde. Und dann noch mit dem 215, 40, 17, das ist schon ein Riesensprung zu dem Serienrad von damals. Der Spoiler ist auch von euch oder war der schon? Der war schon drauf. Wir haben auch einen Spoiler dafür, aber das ist in dem Fall nicht unser. Der war da schon drauf. Gibt es noch irgendwas zu erzählen zu dem schicken Kfz? Ja gut, Innenraum können wir mal reingucken, da haben wir aber nichts gemacht. Das war schon alles so. Lenkrad, Momo, war damals auch Pflicht, auch damals schon eingetragen gewesen bei dem Auto. Sonst vom Innenraum sieht er eigentlich noch ganz gut aus. Kein großer Verschleiß an den Sitzen, weiß nicht, ob die mal neu gekommen sind und ob das auch die Originalen sind. Sieht soweit schon ganz gut aus, steht ganz gut da und hat halt jetzt eine Oldtimer-Zulassung, ne? So wie er hier steht. Ja, krass. Wir können es rausschneiden, falls du es nicht sagen willst. Willst du das mit den Scheiben sagen? Damals ging es ja halt, ne? Die Scheiben sind vorne und hinten getönt. Ich weiß gar nicht, ob man das so sieht. Ist ein bisschen zerkratzt. Vielleicht sieht man es, spiegelt ein bisschen. Und krass, vorne und hinten, ne? Ist ja eingetragen, ne? Heftig. Damals war es wohl erlaubt und dementsprechend ist es jetzt mit in dem Oldtimer-Gutachten so vermerkt und eingetragen. Ja. Heutzutage unvorstellbar. Keine unvorstellbar. Chance. No way. Geht gar nicht. Ne? Nee. Aber warum? Weil wegen dieser Folie, die man da auftragen würde. Wobei Fluten geht ja, ne? Glaube ich. Ich hatte mal einen Golf 3 damals, da wurden die Scheiben keine geflutet. Ahnung. Keine Ahnung, da kenne ich mich nicht dementsprechend weit genug mit aus. Ich weiß nur, dass du vorne die Scheiben nicht tönen kannst, weil du dementsprechend ja dann auch nicht rausgucken kannst richtig und nicht mehr alles richtig wahrnimmst im Straßenverkehr. Das ist einer der Hauptgründe mit, denke ich mal. Okay. Ja, danke, dass wir das Auto einmal vorstellen konnten. Wenn du auch Bock hast, dass wir mal ein bisschen einfach über dein Auto quatschen oder du quatscht, ich frage, dann einfach, weil, wie gesagt, es ist komplett kostenlos, bei jedem Termin, den ihr bucht, also egal, ob es das kleine Paket ist oder ob es das große Paket ist, gibt es halt dazu und dann laden wir das hier auf dem Kanal hoch oder ich schicke es euch, ich kann es euch auch dann als zum Download schicken. Ja, danke. Gerne. Vergiss nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.